von diesem Tag mit, dass diese Gemeinschaft wirklich wunderbar ist. Und vor allen Dingen das Singen hat mir sehr gut gefallen. Das vermisse ich doch in der Gemeinde sehr. Vor allen Dingen auch das englische Singen, ein bisschen Internationalität reinzubringen, das hat mir sehr gut gefallen. Besonders hat mich die Vielfalt im Glauben durch die Gesang und die Gebete, die wir miteinander heute gemacht haben. Wir haben unterschiedliche Sprachen gesungen, wir haben Unterschiede in unterschiedliche Gebetarten, gemeinsam gebeten, und das war für mich das Highlight. Dass gemeinsam können wir Gott loben, können wir in aller Sprache Gott feiern. Vor allen Dingen war mir wichtig, diesen Tag auch als Impuls mitzunehmen, da ich im September zur internationalen Partnerschaftskonferenz nach Tansania reise und das so ein letzter Schwung sozusagen vor der Abreise ist, war das einer der Termine, die ich nicht verpassen wollte. Heute haben wir wieder eine schöne Begegnung, eine ökumenische Begegnung hier in Bonn, nach einem Jahr nach Karlsruhe. Und wir haben im Workshop festgestellt, dass wir eine neue Reformation brauchten, wie wir die Kirchen erneut werden, sozusagen eine ökumenische Reformation. Und das ist eine sehr gute Idee, eine schöne Idee für mich. Und Das beschäftigt mich jetzt, und ich glaube, das ist etwas, was ich auch mitbringen würde. Ja, und auf jeden Fall die schönen Begegnungen. Und das war so ein Erlebnis, wie als auch in Karlsruhe die Begegnung, das Wort ist mir so stehen geblieben. Weil wir haben so viele tolle Leute kennengelernt, und hier in Bonn wieder zu treffen, das war wirklich ein Segen. Mir hat heute besonders gut der Austausch gefallen, insbesondere der intergenerationelle Austausch hat mir besonders gut gefallen, über die Themen, die beim ÖHK besprochen wurden, nochmal gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Welche Themen waren das? Unter diese Themen fallen unter anderem Schöpfungsbewahrung, Krisen wie zum Beispiel Kriege, aber auch natürlich Naturkatastrophen, Hunger, Unterernährung und so weiter. One of the things that really impressed me about today's gathering is the adaptation of the consensus model, where for the workshops we didn't get a chance to be in each other's session, but having presented what the key points coming from the workshop were, each person was then invited to take an orange or a blue dot and to affix it to the various points on each person's report. What that did was invite us to not just read and take it and go passively by, but it invited us to say, I agree with this. I have to think about this. I am not in full agreement. I enjoyed the to and fro of the questions and the opportunity for us to learn more about each other. We didn't always see eye to eye, but together we were united for the common cause of transforming the world through Christ's love. Was bleibt? Also ich finde, was mich heute total umgehauen hat oder besonders bewegt, ist, dass es diese Konsensfindung bei dem Ökumenischen Rat der Kirchen gibt und wie sie das machen und diesen Prozess. Weil ich finde, der ist ja nicht nur für die Kirchen anwendbar, sondern der ist auch anwendbar für bei Konflikten zwischen Menschen. Und mir gefällt besonders gut dieser Safe Space, dass jemand einfach mal einen Ort hat, wo er alles sagen kann, ohne dass es kommentiert, verurteilt, er dadurch Nachteile erfährt, dass das einen Ort gibt und dass man den anderen stehen lässt und dass dann dabei herauskommt, wir sind alle von Gott geliebt, wir sind alle willkommen, wir gehören alle dazu, und dass wir das einfach üben, das ist gut. Es hat mich sehr gefreut, dass so viele Leute da waren, dass also offensichtlich das Interesse an dem, was da in Karlsruhe passiert ist, wach ist. Das wird ja oft anders behauptet, und das, finde ich, hat diese Veranstaltung heute gezeigt, dass tatsächlich Interesse da ist. Das hat mich einmal sehr gefreut. Hängen geblieben ist mir vor allen Dingen ein kleiner Begriff aus dem Vortrag heute Morgen, in dem gesagt wurde, wir wollen ökumenische Biografien ermöglichen. Das hat mir unheimlich gefallen, weil ich da so viel von dem drin sehe, was der ÖRK macht, auch was die VEM macht, wo wir eigentlich alle dran sind.
nämlich Begegnung und nicht nur Begegnung, sondern so verbindliches Zusammenleben zu organisieren und zu ermöglichen. Das kann man ja nicht, doch, das muss, dafür muss man Organisationsformen finden, aber das auch zu ermöglichen. Und darin nicht nachzulassen, das halte ich für unheimlich wichtig und das, diese Formel hat mir gefallen, ökumenische Biografien. Ich glaube auch tatsächlich, dass Begegnungen etwas mit der Biografie eines Menschen machen. Und ja, deshalb geht mir dieses Stichwort noch so nach.